Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie versprochen, natürlich die Einrichtung meines Meerwasseraquariums. Ich bin schon super aufgeregt. Die letzten zwei Teile, die ich benötige, kriege ich per Post. Einmal der Korallensand, zeige ich euch dann später, und das Lehmgestein. Davon habe ich 6 Kilo bestellt. Was gestern schon angekommen ist, ist einmal die Tunze-Tubelle NanoStream. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Modellnummer die hat, aber ich weiß nur, dass sie ca. 1700 Liter pro Stunde umwälzen kann, und das ist auf alle Fälle genug für dieses Aquarium. Dann, was ist noch gekommen? Einmal meine Osmoseanlage, die ist von Dennerle und schafft 130 Liter am Tag. Ja, die werde ich gleich in Betrieb setzen und dann zeige ich euch das auch. So, das, was ich für heute bestellt habe, ist eingetroffen. Einmal das Lehmgestein rechts zu sehen. Da habe ich ja 6 Kilo bestellt, und der Bora Bora Sand, da habe ich 8 Kilo bestellt. Mal sehen, ob ich das wirklich alles brauche. Das werde ich gleich alles So, jetzt einsetzen. ist auch mittlerweile später Nachmittag, 17 Uhr circa. Ich habe in der Zeit den Bodengrund schon mal eingefüllt. Den musste man so circa 2 bis 3 cm dürften das sein. Den musste man davor sorgfältig auswaschen. Hat eine Weile gedauert. Meine Osmoseanlage läuft auch schon seit ein Weilchen. Die schafft circa 130 Liter am Tag und läuft dementsprechend langsam. Hier der weiße Schlauch ist das Osmosewasser, und der blaue Schlauch ist das, ich nenne es jetzt mal Abfallwasser. Und hier sieht man schon, also man sieht schlecht, so um den Dreh 10 Liter von 40 Litern am Ende dürfte das schon sein. Meine Strömungspumpe werde ich auch gleich mal ausprobieren, wenn die komplett vom Wasser bedeckt ist. Das dauert aber auch noch ein Weilchen. Und dann melde ich mich wieder. So, das Fass ist nun so gut wie voll. Ist mittlerweile schon spät abends. Der Heizstab ist drin. Ich werde es nur noch auf 25 Grad aufheizen. Strömungspumpe natürlich auch mit dabei. Kann ich die Technik gleich testen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich werde gleich das Salz anmischen, sobald das Wasser auf der gewünschten Temperatur ist. Und dann melde ich mich wieder. So, und so sieht es dann auch aus, fast fertig. Wie ihr bereits seht, es ist nur halb voll. Ich habe mich da beim Fass ein bisschen vermessen. Ich habe da zu wenig Wasser reingenommen. Die Osmoseanlage filtert gerade neues Wasser heraus. Es ist mittlerweile schon der nächste Tag. Hat dann alles doch ein bisschen länger gedauert als erwartet. Ich weiß, es sieht ein bisschen dumm aus mit dem Eiweißabschäumer hier vorne, aber das bleibt nicht so. Der wird, wie ihr im ersten Video über mein Meerwasserprojekt gesehen habt, wieder nach da hinten gehen. Da habe ich jetzt mal diese Nadel schon mal reingemacht, die Salzdichte messen soll. Ich glaube, die ist gerade knapp im grünen Bereich. Der Heizstab funktioniert auch. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn das Aquarium voll befüllt ist. Und da ist es nun, nach 2 Tagen Einrichten, hat schon sehr viele Nerven gekostet, auch wenn man das im Video vielleicht nicht so mitbekommen hat. Das war schon extrem anstrengend. Ich kann jetzt mal auf die Details ein bisschen eingehen. Das soll hier, also das sind 6 Kilo Lehmgestein. Das soll halt so eine Riffsäule bilden, und ich finde, dieses Plateau, wo man am Ende auch gut Korallen draufsetzen kann, ist sehr gut gelungen. Der Eiweißabschäumer schlägt noch viele Blasen, aber ich glaube, das wird sich dann geben. Und ja, jetzt beginnt hiermit die Einfahrphase des Aquariums. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ich werde die nächsten Tage mal ein Video für euch zusammenschneiden, um euch auf dem aktuellsten Stand zu halten. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video.